Beginnen Sie Ihr Training mit einer kurzen Übung zur Körperwahrnehmung. Die Füße schulterbreit aufsetzen, Körpermitte ausbalancieren, Knie leicht anwinkeln, Brustbein nach vorne oben öffnen, Kopf und Nacken lang werden lassen, die Augen schließen und in den Körper hineinspüren. Nehmen Sie Spannungszustände wahr. Achten Sie auf Ihre Atmung. Ein- und Ausatmung fließen locker in den Brust- und Bauchraum. Augen wieder langsam öffnen. Arme seitlich über den Kopf führen und wechselseitig die Schultern nach oben schieben. Rechts, links, rechts, links. Locker dabei atmen. Gleichmäßige Bewegungen. Jede Seite noch eine Wiederholung. Arme senken und locker neben den Körper führen. Nun die Schultern in sanften Kreisen rückwärts bewegen. Öffnen Sie die Hände während der Rückbewegung, um den gesamten Bewegungsumfang der Schulter auszunutzen. Mit der nächsten Einatmung die Arme seitwärts nach oben führen. Mit der Ausatmung die Arme absenken. Einatmen, hoch. Ausatmen, senken. Tiefe Bauchatmung. Weiche, fließende Bewegungen. Noch eine Wiederholung. Jetzt die Arme auf Schulterhöhe anheben. Hände nach außen drehen, bis ein Zug in den Schultern zu spüren ist. Wieder eindrehen, so weit wie möglich innen rotieren. 6 Wiederholungen. Hände öffnen und eindrehen. Öffnen und eindrehen. Brustkorb und Kopf bleiben aufgerichtet. Die Schultern sind tief. Den Atem fließen lassen. Noch einmal öffnen und langsam lösen. Arme vor dem Körper bis auf Schulterhöhe anheben. Die Hände greifen ineinander. Nun die Arme so weit wie möglich vorschieben und dabei den oberen Rücken und den Kopf einrollen. Langsam wieder öffnen und die Schulterblätter zusammenziehen, Oberkörper aufrichten. Arme wieder nach vorne schieben, rund werden. Und aufrichten. Im Wechsel ein- und aufrollen, um den oberen Rücken zu mobilisieren. Noch 4-mal. Letztes Mal den oberen Rücken rund werden lassen und wieder aufrichten. Lösen und die Arme locker am Körper führen. Nun abwechselnd die Schultern nach hinten rollen. Rechts,
und links. Rechts und links. In der Rückwärtsbewegung den Daumen nach außen drehen. Die Knie bleiben angewinkelt. Jede Seite noch eine Wiederholung. Rechts, links, locker lassen und Arme seitlich anheben. Mit gestreckten Armen vorwärts um die Schulterachse kreisen. Und rückwärts kreisen. Die Bewegung kommt aus der Schulter. Vorwärts, Oberkörper bleibt stabil. Rückwärts. Noch einmal vorwärts. Das letzte Mal rückwärts. Und lösen. Hände auf den Oberschenkeln abstützen und den gestreckten Oberkörper nach vorne neigen. Brustbein aufrichten, während das Gesäß nach hinten unten zieht. Nun von der Lendenwirbelsäule beginnend den Rücken einrollen, rund werden. Und wieder aufrollen. Wirbel für Wirbel einrollen. Und aufrollen, lang werden. Einrollen, runder Rücken, Kopf locker zum Brustkorb führen. Aufrollen, Rücken strecken, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Einrollen, aufrollen. Noch zweimal. Letztes Mal aufrollen. Locker lassen. Den Oberkörper aufrichten. Die Arme auf Schulterhöhe anheben. Brustwirbelsäule einrollen, dabei die Arme nach innen rotieren. Aufrollen, Arme nach hinten öffnen. Einrollen, den Kopf zum Brustkorb führen. Aufrollen, Brustbein aufrichten, Daumen nach außen drehen. Einrollen, Daumen nach innen drehen. Die Arme so weit wie möglich ausdrehen. Und so weit wie möglich eindrehen. Ein letztes Mal aufrollen. Lösen, die Arme senken und entspannen. Aus dem Stand kommend, Hände auf dem Oberschenkel abstützen. In den Kniestand kommen. Und in den Vierfüßlerstand wechseln. Alternativ kann im Stand trainiert werden. Von der Lendenwirbelsäule beginnend den Rücken einrollen, rund werden, den Kopf mit zum Brustkorb führen. Von der Halswirbelsäule an wieder aufrollen, bis in die Streckung. Das Brustbein öffnen. Hier bleiben. Jetzt wieder einrollen. Wirbel für Wirbel. Und wieder aufrollen, bis in die gestreckte Position. Langsam einrollen. Und ausrollen.
einrollen und ausrollen. Wieder einrollen und ein letztes Mal aufrollen. In die Ausgangsposition zurückkommen und lösen. Im Vierfüßlerstand das linke Knie mit einem Handtuch polstern. Beckenboden anspannen und den Bauchnabel einziehen. Nun das rechte Bein strecken und die Zehen dabei anziehen. Jetzt das Bein heranziehen und das Knie zum Brustkorb führen. Und wieder strecken und heranziehen. Der Beckenboden bleibt angespannt. Die Atmung wandert in die Flanken. Und strecken, heranziehen, strecken, heranziehen. Ein letztes Mal strecken und Knie absetzen. Alternativ können die Unterarme aufgestützt werden. Wieder das Bein strecken und heranziehen. Das Becken bleibt stabil und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Noch drei. Noch zwei. Noch einmal. Und in die Mittelposition zurückkommen. Einatmen. Den Beckenboden lösen, in den Vierfüßlerstand kommen. Das Handtuch unter das rechte Knie legen. Erneut den Beckenboden anspannen. Wieder ein Bein strecken. Und an den Körper heranführen. Die Kraft kommt aus der Gesäß- und Rückenmuskulatur. Auf kontrollierte Bewegungen achten. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal strecken. Wieder Wechsel in den Unterarmstütz. Noch fünf Wiederholungen im eigenen Rhythmus. In den Vierfüßlerstand kommen. Einatmen, Beckenboden lösen. Ausatmen, entspannen. In Rückenlage die Beine mit den Fersen aufstellen. Die Arme seitlich ablegen. Langsam die Lendenwirbelsäule auf der Matte abrollen. Und wieder aufrollen, indem der Bauchnabel zur Decke geschoben wird. Abrollen. Und aufrollen. Sanfte und weiche Bewegungen. Ein letztes Mal. Nun den rechten Beckenknochen zur rechten Schulter ziehen. Dann den linken Beckenknochen zur linken Schulter ziehen. Und rechts. Und links. Und rechts. Und links. Das Gesäß bleibt auf der Matte. Noch zwei Wiederholungen. Letztes Mal.
Jetzt mit dem Becken einen Kreis beschreiben. Rechts herum beginnen. Die ganze Bewegungsmöglichkeit ausnutzen. Und kreisen. Noch einmal kreisen. In der Mitte anhalten, die Richtung ändern, links herum kreisen. Einmal noch. Beckenspannung lösen und die Beine strecken. Aus dem Fersensitz kommend in den Vierfüßler wechseln. Die Unterarme auflegen, Handrücken am Boden. Den Beckenboden anspannen, Bauchnabel einziehen und Rücken stabil halten. Füße aufstellen, Knie leicht anheben und halten. Locker weiteratmen. Die Spannung halten. Für Level 1 in der Position bleiben. Für Level 2 die Beine strecken. Und halten. Der Bauchnabel bleibt eingezogen. Für Level 3 nun das rechte Bein anheben. Auf links wechseln. Wieder wechseln. Noch einmal linkes Bein heben. Jetzt die Knie wieder aufsetzen und mit der Einatmung den Beckenboden entspannen. Ausatmen, locker lassen. Das Gesäß nach hinten in den Fersensitz führen. Die Stirn auf den Händen ablegen und entspannen. Die Atmung weit in den Rücken hineinschicken. Die Atembewegung erspüren. Langsam von der Lendenwirbelsäule her aufrichten. Im Knien oder im Stand beginnen. Im Stand ein Bein vorsetzen. Die Arme auf dem Brustkorb verschränken, den gestreckten Oberkörper vorbeugen. Nur so tief gehen, wie es mit geradem Rücken möglich ist. Und wieder aufrichten. Becken und Beine bleiben stabil. Wieder im eigenen Rhythmus arbeiten. Das Atmen nicht vergessen. Auf eine korrekte Ausführung achten. Ein letztes Mal hochkommen und lösen. Die Arme über den Kopf führen und wechselseitig die Schultern vorschieben. Lockere Bewegungen. Noch einmal. Arme absenken und entspannen. In den Vierfüßlerstand kommen. Arme etwas mehr als schulterbreit aufsetzen. Den Beckenboden anspannen und die Beine übereinander legen. Arme beugen, den Brustkorb absenken. Und wieder aufrichten. Tief und hoch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei.
Letztes Mal. Für Level 2 die Beine strecken. Sechs Wiederholungen. Tief und wieder hoch. Auf einen stabilen Rücken achten. Der Bauchnabel bleibt eingezogen und die Bewegung aus den Armen führen. Noch zwei. Letztes Mal. Zurück in den Vierfüßler. Einatmen, Beckenboden lösen. Ausatmen, entspannen. Die Dehnung im aktiven Stand beginnen. Die Arme gestreckt nach vorne führen. Die Handflächen ineinander legen. Fingerspitzen nach vorne schieben, bis ein Zug über Schultern und Rücken zu spüren ist. Oberkörper bleibt aufrecht. Die Dehnung halten. Die Atmung weit in den Bauch hineinschicken. Langsam wieder lösen. Rechten gestreckten Arm anheben. Unterarm anwinkeln. Mit der linken Hand den Ellenbogen zur linken Schulter ziehen. Dehnung halten. Lockere Atmung. Und wieder lösen. Die Seite wechseln. Linken Arm zur rechten Schulter ziehen. Tiefe Atmung.